Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator, die 2 vom Bau mit dem Bodo Bagger. Servus. Ja, irgendwelche Wände sieht die. Ja, ich muss echt nochmal zum Optiker, ich hab's glaube irgendwie. Ja, ich bin jetzt von der Firma wieder her. Irgendwie hatte ich wohl so leichte Augenprobleme. Ja, die habe ich auch heute. An mir wird heute öfter mal schwarz vor Augen. Ja, genau. Und ich sehe halt irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Aber gut. Ist schlecht. So. Werde ich mal. Aber ich bin fertig. Ach, cool. Deiner Straße schon oder wie? Jo. Ja, ich muss jetzt hier. Ich muss jetzt hier nur noch den Asphalt verdichten. Boah, dann machen Sie das mal. Das geht schnell und dann kann ich. Ja, und dann brauchen wir wahrscheinlich 2 Bagger. Ja, oder einen. Das kommt jetzt ganz drauf an. Ja, weil wenn ich denn, ich denke mal, ich würde hier gerne das Hotel bauen von diesem Investor, weil das bringt richtig Asche. Und dafür muss ich natürlich erstmal ein Loch buddeln. Ja gut, ich weiß ja nicht, was der Herr Professor jetzt dann für Aufgaben hat. Ja, ich weiß, ach so, du transportierst, ja gut, guck doch mal nach, was er da hat. Ja, ich muss jetzt eh mit dem babbeln, also von daher. Komm, mach mal. Gucken, ob ich wieder mit dabei sein muss. Muss nicht. Ich brauch dich da nicht unbedingt dabei. Ja, sagst du. Aber wenn der sagt, hier, hör mal, dein Oberchef muss dabei sein, weil der halt einfach, wisst ihr, da haben wir das doch schon. Ach, das mach ich alleine. Ja. Das siehst du wenigstens einer, der es erkannt hat. Ich bin kein blutiger Anfänger. Das hat er zu mir auch gerade gesagt. Um mit schwerem Gerät sicher durch den Wald zu fahren. Oh ja, ja. Auch das Forstamt wird den Weg künftig nutzen, um den Baumbestand besser pflegen zu können. Ach, guck mal. Wenn die ersten Untersuchungen der Fundstücke abgeschlossen sind, wird mein Team vor Ort sein und die Ruinen noch gründlicher erforschen. Ja, ich guck bin mal gespannt, an. Was wir da bin ich ja gespannt. Der Ruine noch alles finden werden. Da bin ich auch gespannt. Ja, Mensch. Guck an, jetzt hat er mit mir auch kurz gequatscht. Perfekt. Waldwegbefestigung, Auftrag abgeschlossen. Ja, ich krieg jetzt hier eine Drohnenaufnahme gerade zugeschickt. Das hast du schön gemacht, das sieht gut aus. Da muss ich dich ja mal loben, ne? So, kann ich jetzt meine Arbeit hier weitermachen? Ja, dann mach doch. Sehr schön geworden. Dann kriegen wir gleich noch mehr Geld. Und dann können wir einen zweiten Bagger kaufen. Bei der Baustelle da oder oben. Oder wir baggern zusammen das noch. Ja, ich denke, hier wird einiges zusammen. Hier wird wohl einiges an Material reingehen, schätze ich mal. Unglaublich. Eine super tolle Straße, bin ja begeistert. Rumpelt hier vielleicht, du. Alte Ruinen. Wow. Da wirst du auch einiges zu tun haben, glaube ich. Die haben etliches davor. Erstmal diesen ganzen Scheiß da weg und. Bärlasttransport. Aushub. 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 Also Bagger. Also doch 2 Bagger am besten. Gebärden, Fundstücksicherung. Sicherung. Ah. Fundstücklieferung. Okay. Oh ja, ich glaube, da habe ich so richtig Bock drauf.
Ich bin kein Richter und kein Dichter, ich bin der Asphaltverdichter. Gut, dann machen wir das mal. Hey. Oh. Schwerlasttransport. Oh. Ja. Das doch mal, hä? Ja, so ist das. Boah, Alter. Oh, und sehr schnell. Bin auch gleich fertig. Haben wir jetzt gerade so schnell vor diese Walze. Hast du mal voll ins Gestrüpp geköpft, Mann. So, Master. Muss jetzt machen da diese Statuen da oder was wegräumen oder was wollen die da? Hat er gleich sagen. Ach ja, ich komme auch, er hat mich auch eingeladen. Oh, nee. Was heißt denn fast vollständig? Die Fundstücke aus der Ruine sind in der Zwischenzeit fast vollständig freigelegt worden. Ja, guck mal. Bei der engelsgleichen Statue handelt es sich um ein Abbild des verschollenen Burgfräuleins. Der stolze Ritter dort wird in den Klosterschriften, die wir gefunden haben, als ihr Beschützer erwähnt. Neben den Statuen hat unser Team auch etliche Bruchstücke von diversen Utensilien geborgen, die wir zur näheren Untersuchung ins Museum mitnehmen dürfen. Ja, toll, so jetzt das Skeletthand ausbuddeln oder was? Des Ritters noch irgendwo hier unter der Erde liegen könnte. Bedenke, dass einige Fundstücke ein enormes Gewicht haben. Mit einem kleinen Ladekran wirst du dort wohl nicht ausbuddeln. Wie ist denn das für ein Hand? Naja, aber lass mal uns mit, wenn wir da ankommen. Unbeschadet im Museum ankommen. Sollte das für Hand dann sein? Ganz ehrlich, der erzählt uns Krempel, das interessiert uns doch gar nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, ja? Ja? Wie schwer soll denn die Hand sein oder was soll denn das für Hand sein? Kann ich von der Statue. Welcher Statue? Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da irgendeine Ritterstatue. Der fehlt aber eine Hand und die muss er ausgraben. Oh, wei. Das muss ja dann aber schon mega massiv sein, die Hände. Die muss ja dann sehr tonnenschwer sein, Minimum oder keine Ahnung was. Bin mal gespannt, ob du jetzt bei diesem Gespräch auch mit dabei sein sollst. Jetzt können wir endlich mit dem eigentlichen Projekt beginnen. Der Errichtung meines exklusiven Hotels für anspruchsvolle Gäste, das diese Stadt so dringend braucht. Ja. Wir schlagen hier besser keine Wurzeln, sondern vereinbaren so bald wie möglich einen Termin zur Begehung des Bauplatzes. Genau. Auf bald. Okay. Machen wir. Super. Ja, schön. Guck mal, was ich hier eine schöne Straße gebaut habe. Hast du eine Drohnenaufnahme gekriegt, ne? Nee, habe ich nicht. So. Jetzt kriege ich die Drohnenaufnahme. Ja, die gucken uns doch mal an. Guck sie dir an, was ich hier Schönes hingebaut habe. Will ich sogar laufen. Was wollte ich denn? So. Das ist ja deins. Was WhatsApp nicht alles möglich macht, ne? Das ist Wahnsinn. Oh. Schwerlasttransport. So, jetzt habe ich deinen Auftrag hier. Okay, warum? Kann ich machen. Naja, hier. Warum? Kosten. Deinen aktuellen Kontostand überschreiten. Mist, dann kann ich gar keinen Bagger kaufen. Ich hoffe, du brauchst den. Will ich. Also, Habe ja gleich was gefunden. Haben wir ordentlich mit der Schaufel neu gehämmert. Zack.
Ja. Mit dem geplanten Hotel verschaffe ich mir garantiert einen Platz auf der Titelseite von Luxusleben heute. Ja. Auf diese Weise okay, wird da ist schon mal das SD-Stickel. Und natürlich mein Hotel perfekt gesprochen. Ausgraben. Ich möchte, dass jede Investmentbank und alle Luxusliebenden der Region von diesem Hotel erfahren und jede Zeitschrift im Land über uns berichtet. Mhm. Die Devise lautet: Großdenken, Großhandeln. Ja, alles gut. So. Jetzt muss ich. Gut, ich brauche jetzt erstmal sowieso den. Mit einer Firma. Ich glaube schon. Da ist ja gleich das nächste drum. Was? Alles schick. So, da nehmen wir auch eine Spion. Baustelle. So. Das 2D-Baggerloch. Hoffentlich kriege ich das Projekt alleine hin. Das ist richtig groß, du. Bagger hast du jetzt, oder wie? Ja, natürlich. Muss ja auch den Bereich ausbaggern, ne? Also habe ich natürlich auch den Bagger. Wie lange und wie oft brauchst du den? Leucht mal an. Müsste ich eigentlich gleich haben. Kannst du mir den zur Baustelle? Ich hab's heute echt optisch schnell. Das ist der Wahnsinn. Dich einander murmeln, du. Der übelste Knick. Warum sehe ich denn jetzt nicht, in welchem Auftrag ich doch. Schön. Ich nicht sehe, wie weit ich bin. Hast du den Bagger noch in Benutzung? Ja. Aber gleich nicht mehr. Der Mörtel. Das macht der Mörtel. Das macht.
Oh, 19 Uhr Feierabend. Jetzt schon. Oh. Alle hier bei der Arbeitsweisung. Alles machst und ich nicht. Das hältst du wohl gern. Ah, warte mal. Gut, meinst du, machen wir mal Feierabend? Hm. Sinne, genau. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause und ihr schaut beim Intoxic-Talk drauf. Lasst auch ein Däumchen, Abo da, netten Kommentar. Ansonsten sehen wir uns mit diesem unfähigen Mitarbeiter in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Servus.